Ja, Hallöchen, gestatten? Mandy, die wartet auf Vladi und wir auf die erste Einschätzung der Lage. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Mandy. Vladi. Ja, im Thüringer Wald, es ist sehr schön, es ist immer sehr schön grün, man hat frische Luft, viele Sehenswürdigkeiten. Ja, kriegst Appetit und halt durch. Und gleich das nächste Konkurrenz-Blind-Date in Georgenthal. Hallo. Hi. Morgen, Sascha. Hi, Bianca. Angenehm. Das glaube ich, dass dem jungen Mann das angenehm ist, ne? Sehr idyllisch hier. Also wenn wir mitten im Thüringer Wald stehen, denke ich doch mal, so eine urige Gaststätte könnte uns erwarten. Also typisch kulinarisch für den Thüringer Wald ist natürlich Thüringer Klöße. Ich denke mal, auch die Roulade wird auf der Speisekarte stehen. Ich hoffe doch. Schön vorsichtig beim Überqueren der Straße und dann ist die Runde komplett. Jascha, du bist dran. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt schon mal reingehen und ich komme gleich nach. Ja? Alles klar. Danke, bis gleich. Und ich werde jetzt zeigen, wie man in einem Feinschmecker-Restaurant schön essen kann. Das ist aber aus voller Überzeugung, ne? Das Feinschmecker-Restaurant für Jascha. Also das ist schon auch wirklich, ja, Überzeugung. Das ist witzig. Ich bin gespannt. Rodebachmühle, würde ich sagen, ist ja schon ein rustikaler Name eigentlich auch. Ja. Ne? Und auch das vom Außen, wenn man drauf zukommt, sieht man schon so ein bisschen Waldgaststätte. Und das spiegelt sich eigentlich hier drin eigentlich. Das hat halt so ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Aber das ist aber halt so. Stört nicht. Sag mal jetzt, wenn schmeckt, komm wieder. Ne? Ich finde interessant, dass das Restaurant dann Gourmisa heißt. Ah ja. Es zeigt ja so Gourmet. Mhm. Und ich finde, der Gastraum an sich zeigt nicht Gourmet-Restaurant. Wo kommt denn Gourmesa her? Gourmesa, das Restaurant heißt Gourmet. Also Gourmet ist klar, ne? Und das Mesa kommt von Mensa. Entschuldigung, ist mir rausgerutscht. Also das Gourmesa ist Anfang der 90er Jahre entstanden. Ich habe das Konzept so übernommen. Und das weiß ich eigentlich gar nicht, warum sie das so genannt haben. Super Gastgeber Jascha hat Verstärkung dabei. Servicekollege Heiko. Und schon stolpert die Konkurrenz über etwas. Mandy, was gibt's? Den Namen vom eigentlichen Restaurant findet man jetzt hier in der Karte ja gar nicht. Das Gourmesa, ne, das ist eigentlich nach dem ganzen Gebäude benannt, Rodebachmühle. Ja, ja. Hätte man das Restaurant vielleicht einfach auch in dem Namen lassen sollen. Passt eher zur Rodebachmühle, das Angebot, ne? Mhm. Ja, der muss jetzt aber weitermachen. Der kann nicht jetzt sagen, warum er kann das einfach den Namen wechseln. Na. Warum denn? Der Name taucht doch nirgendwo auf. Er bräuchte es eigentlich nur von der Tür kratzen und Restaurant Rodebachmühle. Fertig. Die Konkurrenz hat auch fertig, und zwar was die Bestellungen angeht. Jetzt muss das Gourmesa liefern. Wenn einer zu allem bereit ist, dann ja wohl Steffen. Den Chefkoch bringt bestimmt nicht mal die Konkurrenz aus der Ruhe. Hoffentlich. Hallo, hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin die Mandy. Steffen. Grüß dich, Vladi. Grüß dich. Vorsuppe heute wurde gewünscht. Wir machen eine Sache. Ich sage immer so, das ist das Beste, was uns die Russen hier gelassen haben. Saljanka. In Ostdeutschland nach wie vor der Renner. Kommst du nicht drum rum. Und wollen wir? Ja, klar. Das Beste, was die Russen uns da gelassen haben, ist die Saljanka. Aha. Ich denke, FKK auch. Was kommt bei euch in die Saljanka alles rein? Also wir nehmen ausschließlich Brühwurst. Mhm. Ja, Jachtwurst, Bierschinken, alles, was irgendwie mit dem Grundbrät zu tun hat oder mit Pasteten zu tun hat. Und Salami das? Macht ihr nicht mit rein? Salami mache ich ungern rein. Also ich finde, die gibt halt auch den gewissen Geschmack noch mal ab. Ja? Weil eine Salami, wenn die heiß gemacht wird und gebraten wird, dann kommt ja auch da dieser Fleischgeschmack noch mal direkt raus. Vielleicht will er selber nicht mischen alles. Der will nur die zwei Sorten haben. Vielleicht mag er es auch selber nicht. Ist ja auch wurscht und nicht so knapp. Wie viel pro Person machst du das jetzt gerade? Muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich dir sagen, wenn ich es verkauft habe. Nach Gefühl und nur noch. Wir sagen ja aus der Lavengen raus. Ich koche heute mal, wie ich lustig bin. Vielleicht mache ich heute 5 Liter. Wenn heute ein guter Dienstag ist, koche ich 10 Liter. Ich weiß schon ungefähr die Mengen, was ich koche, weil ich will wissen, arbeite ich jetzt für die nächsten 2-3 Tage vor oder nicht. Aber ich finde den super knuffig. Ne? Das Ganze ein bisschen bunt wird und natürlich auch für den Geschmack. Paprika und Gurke, Lauchzwiebeln. Saure Gurken, ja? Saure Gurken, ja. Oder Gewürzgurken. Ein kleines bisschen besser. Eine Gewürzgurke, die ist nicht sauer? Oder was? Das breite ich ganz kurz an. Dass man ein bisschen schön die Röstaromen mitkriegt. Ja. Was hast du drin? Öl oder Rapsöl? Kleines bisschen Sonnenblumen haben wir. Okay.
Kommen da noch andere Gewürze mit dran? Gar nicht. Ich probiere es recht zum Schluss, schmecke ich es noch mal ab. Wenn du ein kleines bisschen Knoblauch oder Salz noch. Aber das wird alles nur von deinem Gemüse und von den Gewürzen in der Wurst getragen. Ich denke einfach dadurch, dass er keine Gewürze verwendet, dass es nicht peppig genug ist für eine Soyanga. Jetzt siehst du richtig, jetzt verfärbt sich das Öl. Das heißt, jetzt zieht es die Gewürze aus der Wurst raus. Ja. Und das heißt, jetzt machen wir Ketchup rein. Normale Ketchup. Ganz normaler Ketchup. Okay. Ich halte Ketchup für nicht richtig. Ne? Also wenn ich das tomatisiere, dann also mit ein bisschen Tomatenmark und diese, also ich kenne das mit richtig guten, diese Flaschentomaten in der Dose, diese vollreifen Dinger, die haben Power, die haben Geschmack, also Ketchup. Und noch etwas geschmacksneutrales Wasser dazu. Weiter? Jetzt kommen ja eigentlich nur noch die Gurken dran. Wird schön nochmal aufgekocht, dass er richtig auf dem Punkt ist. Wie lange kocht das ungefähr? Ich gucke das immer mehr. Das dauert auch nicht lange. 3 Minuten, 4 Minuten. Also, das wird mir jetzt langsam ein bisschen zu viel aus dem. Wie heißt das? Warte, Regie? Aus dem Lameng? Lameng? Ja. Steffen kocht eben mit viel Gefühl und Gewürzgurken. Quasi das war's, ne? Jetzt. Und dann kommt noch was dazu. Etwas Säure. Gurkenwasser? Gurkenbrühe, die Gurken, normale Gurkenbrühe mal schon dran. Aha, mit Sieb. Damit uns die Senfkörner und etc. erspart bleiben. So. Also, die lassen wir jetzt noch ein ganz bisschen reduzieren, dass es die richtige Konsistenz kriegt. Ja. Und noch mal richtig durchzieht, durchkocht. Und dann können wir es uns theoretisch schmecken lassen, oder ihr euch. Also dann vielen Dank, dass wir hier sein durften und dir mal über die Schulter sehen konnten. War sehr interessant. Und wir gehen dann mal zum Platz und warten auf unsere schönen Vorspeisen. Gerne. Danke dir, Marco. Lass es euch gut gehen. Danke. Immer wieder gerne. Danke. Ciao. Ciao. Im Gourmesa steht die erste Vorspeisenrunde der Woche an. Kommt jetzt die angekündigte Feinschmeckerlaune auf? Daumen drücken. Los geht's. Mandy startet mit feinem Würzfleisch in der Königspastete an Salatgarnitur. Das Mühlencarpaccio vom Rind mit Champignons und Parmesan geht an Vladi. Da ist sie ja wieder, die ukrainische Soljanka will Bianca auslöffeln. Und Sascha hat einen bunten Salat mit Hähnchenbruststreifen bestellt. Ich würde spätestens jetzt das Wort Gourmet-Lokal dann einfach streichen. Ist alles in Ordnung, alles gut, aber es ist einfach sehr, sehr gut und bürgerlich angerichtet. Ne? Ob Feinschmecker oder nicht, Hauptsache es haut die Konkurrenz geschmacklich aus den Socken. Wie sieht's bei dir aus, Mandy? Ist deine Vorspeise top oder flop? Ja, also ich habe das feine Würzfleisch ja bestellt gehabt. Hab mich gefreut, dass da sehr viel Käse drauf war. Leider war es zu viel und auch zu lange gebacken. Es ist ziemlich fest geworden. Es ist auch einfach zu wenig Soße und es ist auch kein Kalbsfleisch. Also so kenne ich das. Kann man sich drüber streiten, ne? Das ist original, ja. Habt ihr noch einen Wunsch? Soweit in Ordnung, erstmal alles. Danke. Schlechtes Timing, ne? Gerade wollte er loslegen. Sascha lässt sie, das finde ich jetzt auch charmant, ne? Der Sascha wollte es ganz sachlich, vernünftig erzählen. Auf einmal kommt der Kenner ums Eck. Kurz mal abgewürgt. Also ich kenne das, wie gesagt, nur mit Kalbsfleisch. Ansonsten müsste man es Ragufeng nennen. Ragufeng? Würzfleisch war in der ehemaligen DDR ein Klassiker, auch mit Schweinefleisch übrigens. Der Geschmack ist gut gelungen, so wie ein Würzfleisch schmecken muss. Und Würzfleisch ist jetzt nicht großartig salzig oder pfeffrig. Den Geschmack macht eigentlich die Soße aus. Und unten, ich weiß nicht, was es ist, glaube ich, es ist ein Blätterteig, kenne ich jetzt auch nicht so, ist halt auch ziemlich fest und trocken. Also im Ganzen war es okay, es hat geschmeckt, aber es hat halt so den... Ein paar Komponenten waren halt einfach nicht so, wie es sein sollte. Richtig, Vladi, damit bist du an der Reihe. Wie sieht's aus? So, ich habe jetzt Carpaccio bestellt. Das Carpaccio muss ein bisschen trockener sein. Der Carpaccio ist immer schön fest. Meine Auge, das muss ein bisschen besser sein. Können wir das, sagen wir jetzt, so servieren, aber fehlt ein bisschen Balsamico, ein bisschen Olivenöl, ne? Das, was immer gehört zum Carpaccio jetzt. Von meiner Auge ist das ein bisschen nicht die Qualität, was ich habe gewartet. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass das nicht von oben so trocken ausschaut. Da fehlt auf jeden Fall Olivenöl, es fehlt die Liebe drauf. Es ist einfach nur ein bisschen Parmesan draufgehobelt, fertig. Und ich finde, da geht mehr. Mehr Positives wäre auch schön. Vielleicht kann Bianca die große Lücke füllen? Ja, also die Soyanka finde ich neckisch angemacht in diesem kleinen Gläschen. Das hat mich wirklich überrascht.
Leider konnte dieser Janka im Geschmack mich dann nicht so überraschen. Es heißt ja kräftig würziger Fleischgulasch. Richtig würzig, kräftig war es nicht. Ich hatte mir wirklich unter einer ukrainischen Sojanka was Spezielles, was Würziges, was ein bisschen mehr Exotisches gewünscht. Und es war dann wirklich flach. Also was ich mir wirklich gewünscht hätte, wäre dann doch die Salami, ne, die dann so, so ein bisschen Salz mit reinbringt und natürlich auch Pfeffer. Ansonsten alle Komponenten, die sonst in eine Sojanka gehören, die sind vorhanden. Die Paprika ist da, die Wurst ist da. Ja, und was ich jetzt wirklich ein bisschen kritisch anmerken muss, ist, dass der Ketchup-Geschmack schon dominiert, sodass ich eigentlich ein bisschen enttäuscht war. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das überhaupt das Soßenthema ist. Ne? Also meine Soße vorhin von den Ochsenbäckchen, die habe ich auch so ein bisschen als flach empfunden. Da müsst ihr wirklich beim Würzen ein bisschen mehr schauen. Wie sieht es denn bei dir aus, Sascha? Ich hatte ja den gemischten Salat, genau, mit Hähnchenstreifen und Champignon. Alles so weit in Ordnung. Ja. Bisschen filigraner, bisschen zeitgemäßer. Die Gurke ist jetzt als solche, wenn du das jetzt dir vorstellst, das ist ja schon ein richtiger Happen. Oh ja, das ist ein richtiger Brocken. Da kannst du jetzt nicht noch viel dazu auf die Gabel laden, um diesen ganzen Geschmack miteinander zu kombinieren. Ja. Weil das sind schon ganz schöne Stücken, wo du halt immer nur eine Komponente zu dir nehmen kannst. Dressing ist hausgemacht, ja, ne? Das hat man auch gemerkt. Und das Hähnchen einfach ein bisschen vorwürzen, ne? Ein bisschen scharf anbraten. Ich hätte es gerne schön saftig und kross angebraten gehabt. War jetzt nicht so auf den Punkt, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Dankeschön. Redebedarf. Diesen ganzen Brocken an Gurke, also, dass dir das passiert, das verstehe ich gar nicht. Aber ist halt so. Die Kritik, die war berechtigt. Wir kochen alle mit Wasser. Aber nimm dir das nicht zu Herzen. Es geht weiter. Man muss das schon ein bisschen verarbeiten. Gell? Man will sich ja weiterentwickeln. Nein. So ein Brocken an Gurke. Ja, also auf jeden Fall ist der Spaß jetzt nicht abhanden gekommen beim Yasser. Ne? Das finde ich also super. Und ich glaube, man sollte das jetzt auch so ein bisschen als Tipp aufnehmen, weil da kann sich ja was ganz Tolles draus entwickeln, was in dieser Woche so passiert. Und da kann man ja ein bisschen was mit in seinen eigenen Betrieb nehmen. Ne? Wir sind ja gerade mal am ersten Tag. Nächster Gang, neues Glück. Chefkoch Steffen ist bereits in Handarbeit vertieft. Mit der ungestörten Ruhe ist jetzt aber definitiv Schluss. Hey, und wie schaut's? Wir machen die Forelle. Sehr schön. Ja, wir haben die hier voll entgrätet. Wir füllen die aber dann mit etwas Tomate, okay, und Frühlingszwiebeln. Gut, Stück. Wunderbar, rein. Davon mal. Macht ihr. Ja. Und die bekommt er von dem regionalen Partner? Ganz oder? Genau. Also ihr legt Wert auf frische und regionale Unterstützung. Ja, das gefällt mir, dass der Fisch eben nicht aus der Tiefkultur kommt, sondern wirklich aus dem Teich von Nachbarorten. Wir nehmen die raus. Ihr seht, zieht doch mal ein bisschen Wasser. Ja. Mit Mehl hält, tupfen wir es ein bisschen schön ab. Wunderbar. Ja, dass es schön trocken bleibt, auch innen etwas. Das finde ich aber auch mal sehr cool. Die ist ja komplett innen entgrätet, ja, wie er die jetzt auspackt. Das ist eine ordentliche, schöne Arbeit, ne? Das mal so richtig rauszufummeln. Ne? Und jetzt füllen, das könnte jetzt spannend werden. Aber Ordnung muss sein. Erst mal aufräumen, dann sind die Gewürze an der Reihe. Also das ist Salz, Pfeffer? Das ist Salz, weißer Pfeffer. Ja? Und zum Gemisch, ja? Gewürzgemisch. Ich stopp. Mhm. Mhm. Wunderbar. Und ich, für manche Sachen ist frischer Knoblauch, geht nicht über frisches Knoblauch. Nee. Hier ein bisschen problematisch. Entweder abreiben, ja, aber es gibt eine gute Gewürzfirma, die macht ein ganz fantastisches Knoblauchpulver. Nein, nein, das gibt es nicht. Nein, es gibt einen ganz fantastischen, frischen Knoblauch. Das ist nicht gut. Ich mag diese Knoblauchpulver, Granulate, wie sie alle heißen, nicht. Die haben hinten, die beißen, die schmecken. Und wo ist denn das Problem? Das ist Quark. Frisches Produkt, egal ob Kräuter oder Gemüse, kann man immer benutzen. Ja, genau. Siehst du. Gott sei Dank, sagt der Sascha dasselbe. Die Füllung besteht aus Tomatenscheiben und einer halbierten Frühlingszwiebel. Diese Füllung, wie ist die entstanden genau? Habt ihr die jetzt probiert? Durchprobiert? Einfach probiert. Okay. Ich würde es anders machen. Die Füllung als solche macht halt auch mehr Sinn, wenn der Fisch nachher nicht offen im Öl brät, sondern eben erst mal verschlossen
ist und die Füllung eben dementsprechend auch das ganze Aroma ins Fischfleisch abgeben kann. Der Fisch muss sich jetzt aber erstmal wieder hinten anstellen. Dafür übernimmt die Beilage. Wir machen die Petersilienkartoffeln. Machen wir mal ein kleines bisschen Butter. Ja. Schwenken die nur ein bisschen auf, aber ohne dass wir Farbe kriegen. Nur, dass sie ein bisschen Geschmack noch mitkriegen. Mhm. Und das Petersilie natürlich. Einmal durchschwenken. Ja. Gesagt, getan, Butter bei die Fische, bei die Kartoffeln und das i-Tüpfelchen nicht vergessen. Also, soweit fertig, bis auf die Petersilie. Perfekt. Im Gegensatz zum nächsten Schritt. Wie ist denn die kalte Pfanne da? Ach nö, das ist jetzt doch nicht schön. Na, im kalten Öl. Ich habe eine schöne frische Forelle. Ich habe mir die Arbeit gemacht, die auszuhöhlen. Ne? Ich fülle sie, ich würze sie. Dann meliere ich sie, damit sie richtig schöne Röstaromen bekommt, ne? Damit sie ein bisschen mehr crispy von der Außenhaut wird. Und dann lege ich sie ins kalte Fett. Saugt sich das Mehl gleich an und nö, das macht man nicht. Also es ist ganz normal, dass sie jetzt nicht scharf angebraten wird, sondern richtig langsam vor sich hin brutzelt. Eigentlich ist es so, je hochwertiger der Fisch, umso niedriger wählt man die Temperatur, um ihn zu braten. Ach ja. Man lässt ihn umso länger drin. Ja, damit alles erhalten bleibt, was in dem Fisch drin ist. Vitamine, ja, Minerale und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du den scharf anbrätst, vernichtest du alles. Ach so. So hat jeder seine Theorie. Ah, endlich Bläschenbildung. Gott sei Dank brät das Ding jetzt endlich. Meine Fresse. Ich versuche die auch so wenig wie möglich zu drehen. Ja, wann weißt du, wann du es drehen musst? Respekt reine, zum Produkt. Reine Erfahrung. Ja. So soll die doch gar nicht ausschauen. Die soll gleich knusperl aus. Steffen ist happy. So, dann richten wir an. Fisch an Land ziehen heißt, die Gäste können abziehen. Ich mache das jetzt fertig. Ja. Okay. Und ich denke mal, dann kommt die Abgänge. Warten wir auf den Rest. So, dann gehen wir mal schon an den Tisch. Bis gleich. Jo. Ciao. Danke. Während Steffen noch ein paar Pirouetten um den Herd dreht, geht's auch am Tisch sportlich zu. Bianca legt die Messlatte nämlich ganz weit nach oben. Auweia. Also ich habe ja klassisch die Roulade. Was ich erwarte, ist, dass sie genauso gut schmeckt wie von Mama. Die Roulade so hinzubekommen, wie deine Mama es gemacht hat, das wird sehr schwierig. Das glaube ich. Es wird vielleicht hoffentlich einfach eine gute Roulade. Wiedersehen macht Freude. Die gefüllte Forelle Mühlenart hat sich Vladi bestellt. Bianca testet die Rinderroulade mit Apfelrotkohl und original Thüringer Klößen. Das Hirschgulasch mit Preiselbeeren und ebenfalls Rotkohl und Klößen geht an Sascha. Diese amtliche Portion Apfelrotkohl teilen sich Bianca und Sascha freundschaftlich. Mandy probiert die Ochsenbäckchen mit Pastinaken und Co., so wie Mike zuvor. So, jetzt mal stopp. Ist das mein Essen? Jupp. Ist es mein Essen? Ist es. Wo ist die Farbe? Wo sind die kleinen Kartoffelspalten, die wie Mercedes-Stern hingelegt worden sind, wo kleines buntes Gemüse drauf war, was optisch mich auch angesprochen hat, wo ich noch gesagt habe, ich habe sogar gedacht, es wird noch rustikal ausschauen. Es schaut schön aus. Also das, da bin ich wirklich überrascht. So geht das immer raus? Genau, das ist unser Standard. Okay. Das erkenne ich nicht mal, dass das Ochsenbäckchen wären jetzt. Ne? Ja, was ist denn da wohl passiert? Am Tisch schauen die Kollegen jedenfalls ordentlich rein. Und Servicekollege Heiko gibt auch alles. Alles gut bei Ihnen? Alles in Ordnung, wunderbar. Alles gut. Es kommt immer der Service, ne, ums Eck. Das finde ich ja grundsätzlich schön. Aber es wirkt alles so steif und gedrungen. Die Gastronomie, glaube ich, funktioniert heute anders. Ja, also meine Ochsenbäckchen sind wirklich sehr, sehr, sehr zart, schwimmend in der Soße. So habe ich es aber auch erwartet, so kenne ich es auch. Sie sind sehr schön angebraten und dann durchgeschmort. War auch mit der Soße perfekt, zwar viel Soße, so muss das sein bei Ochsenbäckchen. Auch total stimmig mit den Pastinaken. Finde ich jetzt, ist ein Gemüse, das wird viel zu selten genutzt. Die Champignons, die dabei sind, sind ein bisschen angebraten und gegart. Die sind auch noch sehr, sehr knackig, also bissfest. Die Schwenkkartoffeln haben eine schöne Größe. Man sieht ja, die sind angeröstet und innen aber auch noch topweich. Haben auch einen sehr, sehr guten Geschmack. Nichts auszusetzen. Alles, was der Süßer hier sagt, können wir in die Mülltonne schmeißen. Ne? Gut so. Ist alles recht. Ich bleib dabei. Um eine große Masse zu erobern, glaube ich, muss es zeitgemäßer ein bisschen werden. Ansonsten wird das so sein. Und Vladi, was macht dein Fischlein so? Jo, was soll ich noch meinen Fische sagen? Das ist Forelle, schön weißer Fisch, ne? Ganz frisch. Das siehst du schon, das ist richtig schön in die Fahne gemacht. Das sieht man schon beim Haut, ne? Guck mal, knusprig. Ist nicht trocken, ist richtig saftig. Habe ich noch eine schöne Kartoffel hier. Petersilienkartoffeln. Das ist richtig gut, ja.
Dann habe ich dann so Olivenöl mit der Butter und Zitronen drin. Ne? Meine Forelle war einmal Hammer. Also meine Backen auch, war wirklich bombastisch, da gab es wirklich gar nichts auszusetzen. Perfekt. Sag mal, wie sieht das bei dir aus? Du hast schon was ausgegessen. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich habe den Hirschgulasch. Das ist wirklich zart und saftig. Auch die Soße kräftig, herzhaft mit herkömmlichen Gewürzen. Salz, Pfeffer, Lorbeer. Was ich auch noch drauf hatte, was auch ganz gut harmoniert hat. Zu dem Wildfleisch, Preiselbeer, Marmelade. Wo ist die Marmelade? Die ist in meinem Bauch. Und Kloß ist kein selbstgemachter. Das sieht man an der Konsistenz. Die ist sehr kompakt. Viel kompakter. Es ist weniger fasrig. Man schmeckt diese Kartoffelstückchen gar nicht mehr raus. Aber gut, solange wie das alles noch schmeckt und jetzt miteinander harmoniert, ist es in Ordnung. Okay, jetzt ist die Roulade noch dran. Wenn das jetzt auch noch so richtig gut durchläuft, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall mal ein Gang zugelegt worden zur Vorspeise. Ne? Ich bin ja an das Gericht rangegangen mit, hoffentlich kocht er so gut wie Mutti zu Hause. Und? Und die Rinderroulade hast du auch top geschafft. Also hast wirklich, von außen war die schön knackig, ne? Hat eine schöne Kruste gehabt, von innen super zart und auch ganz klassisch thüringisch gefüllt. Mit Speck, mit Zwiebeln und den Gewürzgürkchen. Die Soße war bestimmt mit einer Gemüsebrühe angemacht und war gut abgeschmeckt. Also das, was mir an Würze bei der Soljanka gefehlt hat, das hat er wirklich super beim Hauptgericht und der Soße umgesetzt. Meine Klöße waren halt sehr groß für mich. Ne? Also du hast wahrscheinlich auch große Hände. Und der eine war so groß, deswegen ist er nicht ganz durch. Man sieht es hier schön, ne? Dass es einfach noch zu matzig ist. Sind halt nicht selbst gemacht. Gut. Ansonsten geschmacklich also echt top. Aber was er nicht machen dürfte, so als Tipp, Original-Thüringer-Klöße dürfte dann halt nicht schreiben. Gell? Original ist für mich wirklich hausgemacht. Also nicht mit Kloßmasse angereichert. Okay. Ja, perfekt. Recht herzlichen Dank. Wunderbar. Also, dann müssen wir festhalten, dass die Hauptgangrunde auch wirklich gut angekommen ist. Das kann man jetzt einfach so sagen. Und ich glaube auch, ich hätte auch Spaß bei dieser Roulade, ich hätte Spaß bei dem Gulasch, keine Frage. Aber das Drumherum und vorher auf Gourmet und feines Lokal, ich glaube, das ist eigentlich irreführend. Einer geht noch. Im Gourmet kann Chefkoch Steffen jetzt allen beweisen, dass in ihm auch eine süße Seite steckt. Vladi ist Zeuge. Na, was machst du denn Schönes? Ich habe schon mal die Äpfelchen gestellt. Hast du gut gemacht. Ja, ohne Äpfel kein Apfelstrudel. So ist das. Und wir schneiden sie klein, machen unseren Mousse draus. Gerne. Und dann machen wir den Strudel gleich. So, fangen wir an. Apfelstrudel kommt übrigens ursprünglich aus Österreich. Und was machen wir weiter, wenn du jetzt hier schneidest und das? Hier kommt ein kleines bisschen Wasser drin, damit das auch schon mal der Kochprozess anfängt. Ja. Der leichten Säure des Apfels verpasst Steffen einen Ausgleich aus der Tüte. Wasserzucker. Vanillezucker. Einfach mal Vanillezucker. Auch Vladi hat noch keine Waage entdeckt. Ja. Machst du das auch so mit Auge? Alles. Alles. Aus der Lameng kennen wir ja schon. Nächste Frage. Und dann, wie lange lässt du das kochen? Guck ich. Nicht, dass es total matsch ist. Circa? Es wird ein grober Apfelmus. Okay. Jetzt lassen wir das schön einkochen. Was macht er denn jetzt wirklich? Er kocht dann Kompott. Muss man gucken. Manche sind sehr, sehr schnell, nach 10 Minuten, Viertelstunde. Manche brauchen eine halbe Stunde. Aber ich habe da schon mal was vorbereitet. Okay. Damit wir nicht so lange warten müssen. Ja. Der ist schon einreduziert. Mhm. Die restlichen Äpfel schneide ich frisch rein, dass die nur so ein bisschen mit gebacken werden, dass man schön noch ein bisschen was zu beißen hat. Ah, jetzt verstehe ich das System, Steffen. Er macht so eine Art groben Apfelmus. Das ist die Grundmasse und da gibt er dann frische Äpfel noch mal blättrig drunter gehoben. Das ist jetzt wieder, aber zuerst war ich mal kurz erstaunt. Ne? Ja. Das ist die Mousse. Jetzt machen wir einen Blätterteig. Ich habe den schon mal ausgerollt. Ich nehme da mal gerne zwei Lagen, damit das Ganze ein bisschen Stabilität kriegt. Eigentlich macht man dann Strudelteig und keinen Blätterteig. So, wenn ich das jetzt nur sagen darf. Aber das hat sich auch alles schon irgendwie ist alles so, naja, rezeptlos geworden, sag ich jetzt mal. Die Seiten schön zudrücken. Ja, dass man so fest, dass die Schraube sind, ja. Zum Schluss noch Eigelb drauf. Das gibt eine schöne Goldfarbe. Jetzt ab in die Röhre. Mhm. Wie lange? So, gucken, je nach Stärke, wie es geworden ist, je nach Füllung. Muss man gucken, man sagt eigentlich pro Millimeter eine Minute.
Ja, also hier, dreiviertel Stunde. Lass mich raten, hab was vorbereitet. Ich hab schon mal was vorbereitet. Ja. Er schreit schon, den können wir schon rausholen. Kann ich schon essen? Du kannst schon essen. Und den schieben wir weiter rein. Ja, das ist doch ein guter Plan. Das sieht lecker aus. Eigentlich steht dem letzten Gang jetzt doch nichts mehr im Weg, oder? Schön. Ja? Sehr nett von dir. Danke dir. Bis gleich, Vladi. Noch ein paar Handgriffe und dann ist sie da. Die letzte Chance für Jascha Skomesa, noch mal auf dicke Punktehose zu klopfen. Ran ans Dessert. Je ein hausgemachter Apfelstrudel mit Vanilleeis geht an Mandy und Vladi. Sascha hat Appetit auf Marillenknödel an hausgemachter Waldbeerengrütze. Biancas Wahl, Black and White, Mini-Windbeutel gefüllt mit Nougat-Creme. Ich habe hohe Erwartungen an meine Nachspeise. Ich habe nämlich den Windbeutel mit Nougat-Creme. Und da ich ja Spezialistin bin mit Nougat, bin ich natürlich gespannt, wie der schmeckt. Get it, girl. Und wir erst. Deshalb fackeln wir auch nicht lange und lassen Nougat-Fachfrau Bianca als Erste loslegen. Also Black and White klingt ja schon mal spannend. Es ist auch spannend gewesen. Es sind fertig zugekaufte Windbeutel. Was man dann halt auch an der Konsistenz des Windbeutels sieht. Ne? Der Teig ist jetzt nicht frisch. Nicht knackig. Ich habe zwei verschiedene Windbeutel, einmal gefüllt mit einer Nougat-Creme, einmal gefüllt mit einer Vanillecreme. Die Vanillecreme wirklich schön abgeschmeckt. Man schmeckt die Vanille raus. Die Nougat-Creme als Expertin sozusagen im Nougat-Segment hat mir zu wenig Haselnusskomponente. Es schmeckt eher wie eine Schokoladencreme. Die Erdbeeren sehr schön frisch angerichtet. Natürlich noch die Stiele dran, was sich ein bisschen schwierig dann essen lässt. Aber es hat mir rundum geschmeckt. Hätte ich jetzt eigentlich im Restaurant, in diesem Restaurant nicht vermutet, dass sie das so exquisit auf den Tisch bringen. Nicht schlecht. Gibt's das auch von Mandy und Vladi? Der Apfelstrudel ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Die Äpfel sind perfekt abgeschmeckt. Nicht zu süß, nicht zu sauer. Manche Stückchen sind wirklich noch sehr schön knackig. Es ist kein Zimt mit drin, was ich gut finde, weil das ist auch nicht jedermanns Sache. Der Blätterteig ist sehr schön, es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Sahne dazu gehört natürlich dazu, ist aber auch ganz schön deftig. Die frischen Himbeeren, die dabei waren, geben dem Ganzen noch mal so ein bisschen Frische, noch mal so ein bisschen den Kick. Das Vanilleeis war jetzt natürlich kein hausgemacht, das muss aber nicht sein, wer macht heute schon Eis in einem Restaurant. War aber eine gute Qualität, war sehr lecker. Noch mit der Schokosoße dazu, komplett abgerundet. War es wirklich sehr lecker, preislich auch wirklich top okay. Wenn ich nochmal komme hier, bestelle ich das nochmal. Ja, ist auch preislich definitiv völlig okay. Also gibt es Restaurants, diese, die servieren fertigen und die sind deutlich teurer manchmal. Ich kann noch auch ein bisschen mehr zahlen. Ja, wirklich. Das ist absolut. So ne? Ja. Wie gesagt, Dessert ist Number 1. Ja. Also der Apfelstrudel kommt so, wie er ist, jetzt bei Mandy an. Es ist doch auch in Ordnung, aber es ist halt ein Blätterteig und kein Schmuddelteig. So. Wie sieht aus bei dir, mein Lieber? Gut gesättigt auf jeden Fall sind es schon mal das Erste. Das Andere ist es lecker. Mhm. Es ist nicht hausgemacht, aber ganz, ganz interessant mit einer Erdbeerfüllung. Es ist ein bisschen mit brauner, warmer Butter überzogen, Krokantstreusel, die hausgemachte Soße ist halt jetzt keine Waldbeersoße, es ist eine Erdbeersoße. Eine Waldbeersoße, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, um das Waldbeersoße nennen zu dürfen. Aber das heißt nicht, dass sie schlecht ist, also es schmeckt sehr lecker. Aber meinst du nicht, dass sie vielleicht doch selbst gemacht sind? Allein schon die Form spricht für sich, es sind alle drei sehr akkurat, kann man natürlich selber auch so machen. Aber macht man gerade, wenn man selber was selber nicht, macht, nicht, damit man eben auch seinen eigenen Akzent und diese Unterschiede sieht, dass es eben wirklich auch handgemacht, ja, hausgemacht ist. Wir sind ehrlich, was soll ich rumlügen, wir kaufen sie zu, wir finden sie gut und wir verkaufen sie auch gut. Und wenn ich einen Mercedes will, warum soll ich mir selber bauen? Ich kann mit allem leben, mit den ganzen Aussagen, wenn man mir das sauber erklärt. Wir sind zu wenig Leute in der Küche. Ich muss schauen, dass ich gute Produkte dazu kaufe. Und da kaufe ich Qualität. Aber nie das Gekaufte über was Frisches stellen. Also bitte nicht. Im Gomesa spricht man Tacheles, jedenfalls die Konkurrenz. Ein Fazit zum ersten Tag, bitte. So nach dem heutigen Abend würde ich sagen,
Feinschmecker-Restaurant? Nicht wirklich. Gut bürgerlich, ja. Aber Feinschmecker ist ein bisschen weit hergeholt, glaube ich jetzt. Also das stimmt jetzt wirklich so, wie der Sascha das sagt. Und das ist überhaupt gar nichts Negatives. Ich finde auch den Namen überzogen. Sie sollten dieses Gutbürgerliche auch wirklich verkaufen. Das kann man mit Herzblut machen. Bleibt noch die Frage, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ausfällt. Was kosten 4x3 Gänge mit Getränken? 159,50 €. Das heißt? Circa 120 Euro davon sind Speisen und 40 die Getränke. Das ist, würde ich sagen, für das, was wir bekommen haben. Angemessen. Der Preis-Leistung ist okay. Hätten wir jetzt mehr bezahlt, hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Also demnach passt es eigentlich vom Gefüge her. Ich war so, wie ich immer bin. Ich bin ein Gastgeber, der oberste Gastgeber hier in der Rodebachmühle, auch im Gomesa. Und meine Kollegen sind auch Gastgeber. Vielen Dank für mein Team. Die waren echt, echt cool Leute. Im Thüringer Wald zählt jetzt nur eine Währung, Punkte. Wie viel rückt die Konkurrenz für Jascha und das Gomesa heraus? Jascha, du bekommst heute von mir liebe 7 Punkte. Für diesen Tag heute gebe ich dir, mein Freund, 8 Punkte. 7 Punkte. 7 Punkte. Tada! Damit steht fest, wer Jascha und sein Gomesa vom vorläufigen Spitzenplatz kicken will, braucht 29 gute Punkte, mindestens. Morgen will Sascha auf die Überholspur mit dem La Bodega. Unser Motto ist auch, als Gäste kommen und als Freunde gehen. Soweit die Theorie. Also mein Fleisch ist echt zäh. Kann Sascha abliefern oder ist der Druck zu hoch? Geschmacklich ist es sehr gut, aber ich finde es einfach zu trocken. Das zweite Mal jetzt gleich, ne?